Hallo meine Freunde der letzten Part von Let's Plays. Vermutlich sind die meisten keine großen Fans davon, wenn Let's Plays langsam zu Ende gehen. Aber alles Schöne geht irgendwann mal vorbei und dieser Punkt ist jetzt auch bei diesem Let's Play gekommen. Aber noch liegen ein paar Minuten vor uns, wo wir gemeinsam hier die Stadt noch sicherer machen können. Und begleiten werden mich heute der Luca mit C geschrieben, außerdem Bello da sein Hund. Mich wird begleiten der Tobias und zum Schluss wird auch noch der Jan gegrüßt. Immerhin kann der Fluss nicht noch mehr verschmutzt werden. Haben wir mal wieder Gutes getan. Spider-Man reagierte schnell und beförderte die Bombe in den Hudson River, wodurch er unzählige... Also, hab schon mal geschafft, gab's so eine Bomben-Challenge? Ich weiß es gar nicht. Oft auf jeden Fall noch nicht. Da können wir uns noch mit irgendwie Typen boxen, das wollen wir aber nicht. Wir wollen auch nicht zu Stanleys Laden, also wir wollen da schon noch hin, aber vorher wollen wir noch das letzte Level machen. Oh, Bedrohungsstufe geht auf 2 runter. Das ist gut. Dann dürften die Netze eigentlich nicht mehr kommen, oder? Ich glaube, die Netze kommen nämlich nur bei Bedrohungsstufe 3, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich denke mal, die Bedrohungsstufe 3 haben wir auch ganz schnell wieder. Wenn wir uns hier nicht drum kümmern, dass die City sicher bleibt. Sogar in New York gibt es manchmal nichts zum Schwingen. Oh, ich glaube, wir sind ihnen zu nahe gekommen, oder? Ja, jetzt haben wir sie natürlich alle am Haken. Jetzt haben wir sie natürlich alle hinter uns. Aber wir haben sie auch schon wieder abgehängt. Von daher, alles gut. Also ich finde so dieses Schwingen, so wie er sich schwingt und so wie er sich dabei bewegt beim Schwingen, das haben sie eigentlich in dem Spiel ganz gut hinbekommen. Wie gesagt, das ist ja jetzt noch nicht das coolste Spider-Man-Spiel. Das ist richtig. Ich glaube, das coolste Spider-Man-Spiel, das kommt erst noch... Au! Meine Netzdüsen funktionieren nicht. Kommt erst noch raus. Frechheit. Wer war denn das? Nein, lass mich in Ruhe. Wo bist du denn, du Mistding, schon wieder? Das sieht man immer gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn auch schon wieder abgehängt, oder? Ja, ich glaube, ich habe ihn schon wieder abgehängt. Na, seht ihr, was ich meine? Gleich ist die Bedrohungsstufe wieder auf 3. Gleich habe ich es wieder erfolgreich geschafft. Das war knapp. Ja, so leicht bin ich nicht zu treffen, meine Freunde. Bin nämlich auch der bewegliche Spider-Man. So, nochmal einen kurzen Sprung darüber machen. 1000 Meter noch, ja, Wahnsinn. Da haben wir uns ja wieder was vorgenommen hier. Ach, das ist ganz oben auf dem Turm drauf, oder? Nee, das ist unten irgendwo. Ich dachte ganz kurz, es wäre ganz oben irgendwo drauf. Gab es ein Rennen auch bei Oscorp? Ich weiß gar nicht mehr. Wäre natürlich auch cool gewesen, wenn es da noch ein Rennen bei Oscorp gegeben hätte. Wir sind jetzt hier im Bankenviertel, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, hier sind wir im Bankenviertel. Sieht man eigentlich die Freiheitsstorte? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ist doch eigentlich auch irgendwo hier, müsste man die doch sehen. Oder? Normalerweise ist doch, glaube ich, hier. Irgendwo zu sehen, die Freiheitsstatue. Also da diese Insel mit der Freiheitsstatue ist hier irgendwo. Aber da habe ich gerade nicht den großen Überblick, leider. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal zur nächsten Mission begeben. Zum letzten Rennen. Und dann sind wir hier auch zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. So, Rennen starten. Vorher schießen wir aber noch wen ab. Ich muss schnell sein. Beende das Rennen, bevor die Zeit abläuft. Das werde ich tun. Eins, los geht's. Wuhu. Sehr geil. Ah. Einmal alles einfangen, bitte schön. Danke, danke, danke. Süß. Oh, das ist so was machen wir aber nicht hier, gell? So was fangen wir hier gar nicht erst an. Mist, das war schlecht. Da haben wir schon wieder Zeit verloren. Vor allem, weil Spidey sich gerade wieder weigert, dahin zu gehen, wo er hingehen soll. So, wir wählen gleich das obere. Dann schleudert er sich gleich durch 2 durch. Das war gut. Und noch weiter in die Höhe mit uns. Hey, nicht schlecht. Ja. Und wer oben ist, muss natürlich auch wieder auf den Boden kommen. Okay, da vorne wird es wieder das ist schon wieder hier so ein, wir laufen das Haus hoch. Mist, das war nicht der unterste, oder? Nee, das war der unterste, verdammt. Ja, jetzt habe ich beide erwischt gehabt, aber... das wird, glaube ich, sehr, sehr knapp zeitlich. Nein, ich hab doch Spidey. Kein Mist machen. Kein Mist machen zum Schluss hier. Ich hoffe, der zählt mit. Ja, er hat gezählt, sehr gut. So, wo sind die letzten beiden? Ah, das ist der letzte wahrscheinlich, oder? Ist hier noch irgendwo einer? Ah, nee, das ist schon der letzte. 2 Sekunden, okay, los geht's. Also das war klasse. Geil, wir haben noch ein neues Kostüm bekommen dafür. Schön.
Trophäe gab's gar keine? Ah, gibt's wahrscheinlich jetzt erst gleich. Wo ist dann auch eins freigeschaltet? Hm? So ruhig hier? Habe ich keine Trophäe dafür bekommen, dass wir alle Rennen gemacht haben? Wundert mich jetzt etwas. Okay, das neue Kostüm will ich auf jeden Fall sehen. Das heißt, wir müssen nochmal mit der Bahn fahren, oder? Wo ist denn die Bahn? Die Bahn ist hier, gell? Oh. Na egal. Ja gut. So war das eigentlich gerade nicht geplant, dass du hier vorbeiläufst, aber gut. Hauptsache es hat noch geklappt irgendwie. So, auf nach vorne. Wir wählen jetzt die Variante am Boden. Da können sie uns nämlich gar nichts. Oh, war das knapp. Vielleicht sind wir dann unter ihrem Radar. Nein. Definitiv nicht, nein. Servus Jungs, ich weiß, ihr habt Wichtiges vor, aber ich auch. Okay, das müssen wir besser hinkriegen. So, hoffentlich kommt jetzt nicht da noch eins an der Ecke. Nee. Okay, dann können wir nämlich hier wieder über die normalen Häuser gehen. Einmal rüber. Netzwurfversager. Die Architektur im Flatiron District muss man einfach lieben. Finde ich auch. Besonders vielleicht ein Building ist das coolste. Wie es diese beiden Straßen da gabelt. Wie ist die Straße da gabelt? Mal gucken. Ich hatte wollte ich nicht mehr zurück zur Aunt May und so, wie ich weiß. Wir könnten da bestimmt noch interessante Gespräche mit ihr führen, aber muss ja nicht sein. Also spannend waren die Gespräche jetzt auch nicht mit ihr. Zumindest das eine Gespräch, was wir hatten. Vielleicht hätte ich da nicht ganz hochlaufen sollen. Das war, glaube ich, auch gerade so ein bisschen unnötig. Wir wollen ja eigentlich nach da vorne. Richtung Metro. Ah, schön noch entlang geschwungen. Ja, 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 das war gut. Das war gut. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Können die eigentlich die ganze Straße hier blockieren mit Netzen? Ja, die haben so große Netze. Oh, es war schon wieder einer für die Kategorie sehr knapp. Dann machen wir es halt so. Das können wir auch, das können wir auch. So ist nicht. Oh, das war tief. Das war tief. Das war. Nein, der ist direkt auf mir drauf gelandet. Oh nee. Ich will es auch nur durchspielen. Wie habe ich das verdient? Was habe ich getan? Naja, egal. Ich glaube, wir kommen eh wieder relativ in der Mitte von der Stadt raus, wenn wir sterben. Von daher ist es auch nicht so schlimm, dass wir das jetzt gerade hier, dass wir da gerade eben draufgegangen sind. Das werden wir auf jeden Fall überstehen. So, drücken, um zu beginnen. Na, kommt direkt beim Buchladen. Oh Gott, das war aber deutlich weiter, oder? Ach komm, dann schauen wir uns. Dann schauen wir uns erst die Comics an, das ist mir jetzt zu blöd. Du kannst immer in den Zug nehmen, um nach Hause zu kommen. Ja, das will ich auch, aber erstmal gehen wir zu Stanley in den Comicladen. Weil ich jetzt keinen Bock mehr habe, den Zug zu nehmen. So. Eigentlich müsste Stan Lee ja wissen, dass wir Spider-Man sind, dass wir Peter Parker sind. Schließlich hat er ja. Also, dass Spider-Man Peter Parker ist. Schließlich hat er uns ja erfunden, eigentlich. Aber gut. Das wollen wir mal nicht so ernst nehmen. Ah, da gab es ja auch noch so einen Arcade-Automaten. Den sollten wir auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Wenn wir hier schon sind. Na dann, schauen wir uns um. Hey, genau dich wollte der alte Stan heute sehen. Das ist schön, Stan. Hier sind die Poster. Können wir die auch eine nach dem anderen so anschauen? Ne, können wir nur so ranzoomen. Okay, das sind so eher so Konzeptarts sind das. Ah, gut, ein paar von den Postern. Die sind ja aus dem. Okay, das ist Konzeptart. Sowas finde ich mal cool, wenn man sieht, wie die Spiele gemacht wurden. Manche von den Sachen sind auch einfach direkt rausgenommen aus irgendwelchen Zwischensequenzen. Das zum Beispiel sind auch einfach rausgenommen aus irgendwelchen Zwischensequenzen. Okay. Naja, daher hätte ich immerhin Material für Thumbnails am Ende. So, mal schauen, ob es das eine oder andere davon noch auf die Thumbnails schafft. Oh, das schaut aber auch cool aus. Da sehen wir, dass Craven sein schönes Versteck. Da Craven nochmal in seiner ganzen Schönheit. Und hier nochmal den Hafendistrikt, wo sich die Russen versteckt hatten. Hier der Kampf gegen, was auch immer, Doc Ock. Ich weiß es nicht. Den haben wir auf jeden Fall nicht gesehen gehabt, den Kampf. Und das war's dann auch schon. Alle haben wir nicht freigeschaltet. 4 Poster fehlen uns hier noch. Aber das ist nicht so dramatisch. Hier können wir noch spielen. Jemand hat meinen Rekord geschlagen? Das kann ich so nicht stehen lassen. Ah, hier sind. So sehen wir uns wieder, alter Feind. Hier sind die Kampfherausforderungen, ich verstehe. Und hier können wir uns die Figuren anschauen, die es so gibt. Ah, Peter. Gleichzeitig Peter Parker
Wow, da kann man viel auf jeden Fall lesen, wenn man da Bock drauf hat. Okay, das werde ich mir jetzt nicht alles mal durchlesen, aber da können wir uns zumindest die Ansicht... Ah, da können wir uns das noch von nahen anschauen, oder? Ah, okay. Das sind auf jeden Fall coole Sachen, vor allem wie lange kann man weiter kann man ranzoomen? Ne, weiter kann man nicht ranzoomen, aber oh, schon echt cool gemacht. Hier, Tante May und Onkel Ben. Da haben wir ein paar von den gemeinen Straßenräubern hier. Haben wir jetzt auch gesehen. Da, der böseste von allen. Na, nicht der böseste von allen, aber der Mörder von Onkel Ben. Was haben wir hier? Hier haben wir die russische Gang. Ich finde den Typ mit seinem Bart ja so nett, den großen, dicken hier. Speedy ist auch noch mit dabei und auch noch einer hier mit einer Brechstange. Hat uns auch, die haben sie auch das ein oder Mal, das ein oder andere Mal an uns gebrochen. Was war das hier? Das war die Taskforce. Hier haben wir den Schocker noch in seinen beiden Ausführungen. Einmal normal und dann auch nochmal hier mit seinem krassen Anzug. Mit dem Anzug war er deutlich gefährlicher. Hier, Stanley höchstpersönlich. Sehr cool, sehr cool. Hat natürlich auch sich seine Statue verdient. Und wer bist du? Ah, du bist Black Cat. Also sozusagen die Catwoman aus dem Marvel-Universum, wenn man so will. Ich finde es sowieso immer interessant, dass bei Marvel und DC viele so Charaktere gibt, die sich so ein bisschen sehr ähneln. Weiß aber nicht, wer da zuerst erfunden wurde. So, Fisk haben wir hier auch noch gesehen. Der hat nur eine Variante, der hat keinen coolen Anzug oder sowas. Hier haben wir Electro. Schaut jetzt nicht ganz so beeindruckend aus, wenn er seine Elektrofähigkeit nicht in alle Richtungen streut. Und da sind wir auch schon in der untersten Reihe angekommen. Hier Cletus oder Carnage. Schaut schon extrem cool aus, Carnage. Auch ein wütiger Gegner gewesen auf jeden Fall. Wobei wir ihn eigentlich relativ schnell besiegt haben. Also gegen andere Gegner mussten wir länger kämpfen. Gut, wir haben es einmal verkackt gehabt, aber naja, hier. Der läuft leider noch irgendwo frei rum hier. Der Donald Malkin, beziehungsweise das Chamäleon. Oh, das schaut auch cool aus. Besonders diese Flugversion von Harry Osborn beziehungsweise dem grünen Kobold schaut cool aus. Und da haben wir diese unglaublich nervigen Dinger, diese Jäger. Diese Roboterfahrzeuge, gegen das ich schon einmal gekämpft habe und gnadenlos verloren habe. War das auch schon alles? Ich glaube, das war alles, was wir hier zu sehen haben. Ja, das war alles, was hier im Comicladen zu sehen gab. Die Figuren haben wir alle angesehen. Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir hier Comics anschauen können. Wo sind die Comics? Die Comics. Einige Leute denken, ich sei Spider-Man. Er wurde hier oft gesehen. Wir sind beide athletisch, charismatisch, aber ich kann das weder bestätigen noch bestreiten. Es ist besser, wenn du es nicht weißt. Ah, okay, na klar. So, hier ist das eines der Comics, das wir freigeschaltet haben. Auf Englisch. Das finde ich ein bisschen schade, das hätten sie eigentlich auf Deutsch machen können, oder? Also ich meine, wenn sie hier schon Comics machen, na gut, aber gut. Ich meine, ich würde es auch verstehen, aber na gut, ihr könnt es euch mal anschauen hier. Gehen wir einmal kurz durch, ja, wir haben ja eh nicht so viele freigeschaltet, von daher, glaube ich, muss man das auch nicht alles anschauen. Sogar relativ lang, die Comics, oder? Also wenn man da Bock hat, kann man sich da sogar einiges anschauen an Comics. Oh ja, doch, also da kann man, glaube ich, auch durchaus ein bisschen Zeit verbringen hier, damit diese ganzen Comics zu lesen. Ja, doch, doch, okay, also einen schaue ich mir jetzt mal komplett durch. Da ist Gwen Stacy, glaube ich, gewesen. Ja, krass. Also da kann man natürlich dann auch nochmal Hintergrundgeschichten zu Spider-Man und sowas sich hier alles durchlesen. Ja, krass, wie lang diese Comics sind. Okay, sind also wirklich, scheinen also wirklich komplette Comics zu sein. Okay, können wir auch da direkt blättern? Ah, nee, wir können auch... Ah, okay, wir können auch direkt blättern. Ja gut, geht auch nicht viel schneller. Ja, was man da auch alles anschaut... Ja, krass, okay. Na gut, jetzt habt ihr zumindest gesehen. Die Comics, die hier haben... Onkel Ben und der junge Parker haben wir hier. Peter Parker gehabt. Erster Auftritt vom Schocker hätten wir hier noch gehabt. Und zu guter Letzt hätten wir auch noch den ersten Auftritt von Kraven gehabt. Na gut, also ihr seht, da sind noch einige Comics da. Also wenn man die 300 Comicseiten unbedingt sammeln will, kann man das natürlich gerne machen. Und wir probieren jetzt natürlich auch nochmal diese Kampfherausforderung hier, die es noch gibt. So sehen wir uns wieder, Alter. Ja, hauen wir die Münze rein. Hoffentlich stürzt das Spiel jetzt nicht ab wie bei Lego Dimensions, wo wir immer diese Automaten gemacht haben. Das war ja immer ein Drama mit diesen Automaten. Oh mein Gott. Nur zu, ich bin bereit. Erste Welle. Okay, es sind einfach nur Wellenherausforderungen. Keine faulen Tricks. Heute habe ich was Wichtiges gelernt. Bösen Jungs aufs Maul zu hauen, macht Spaß. Okay, Kampfherausforderung 1 und 12. Heißt, es sind 12 Kampfherausforderungen oder sind 12 mal... sind du das nicht? Diese eine Kampfherausforderung hat 12 Wellen. Ich weiß nicht genau. Also wenn 12 Kampfherausforderungen sind, mache ich die auf jeden Fall nicht.
Glaube ich, das wäre jetzt nicht so spannend, das ewig anzuschauen. Haben wir schon die erste Welle geschafft? Oh, da haben wir einen abbekommen. Einen Schlag abbekommen und das bei den leichten Gegnern, das dürfen wir eigentlich nicht machen. Du wirst mal eingesponnen. Und dann kriegst du doch ein paar auf den Deckel drauf. Du musst weniger nervös sein, wenn du dir mich nackt vorstellst. Ah, um ehrlich zu sein, tu das nicht. So. Zweite Welle. Geschafft. Das ist heftig. Die okay. Macht mir keine Angst. Was? Also das hättest du ja auch ein bisschen cooler machen können. Das war ein fairer Kampf. Aber du hast angefangen. Das stimmt. So, den da tun wir auch nochmal. Ups. Ausschalten. Zumindest halten wir sie ja kurz. Haben wir sie da zumindest kurz außer Gefecht gesetzt? Bist du dich absichtlich so lahm? Ist das so eine Art Pantomime-Nummer? Der andere überlegt sich noch, ob er uns überhaupt angreifen soll. Ich nehme ihm vollzeitig mal seine Waffe weg. Oh, der hat eine Waffe. Der hat definitiv eine Waffe. Ich sollte ihn wegnehmen. Au, 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 au. Au, 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 au. Den anderen nehmen wir auch noch seine Waffe weg und dann kümmern wir uns wieder um den hier. Holt er sich eigentlich seine Waffe wieder? Weiß gar nicht. Er wird nicht die Gelegenheit dazu bekommen. So, Signature-Move für dich. Auf dem Boden. Woo, ausgewichen. Du nimmst das alles nicht ernst. Oder bist du wirklich so lahm? Der ist so lahm. Yay, Trophäe erhalten. Ah, 42er-Kombi musste man machen. Anscheinend, um diese Trophäe zu erhalten. Die überlegen sich noch, ob sie uns überhaupt angreifen sollen. Ja. Ihr habt euch falsch entschieden, meine Freunde. Die zweite Welle scheint auch noch ein bisschen zu gehen hier. Der kann sich so schnell nicht befreien. Dann befreien wir ihn doch mal. Mit dem schönen Signature-Move zum Schluss. An manchen Tagen läuft es einfach. Dritte Welle. Perfekt. Was jetzt? Jetzt haust ihr die Trophäen raus, okay. Cool, cool. Du bist ein mageres Würstchen, oder? Das ist echt die erste Kampfherausforderung nur. Heute habe ich was Wichtiges gelernt. Bösen Jungs aufs Maul zu hauen. Wow. Okay, ausweichen. Definitiv ausweichen dem da. Nimm dem deine Kackwaffe weg. Nein, du sollst dem da seine Waffe wegnehmen, dem anderen. Keine faulen Tricks. Kämpfen wir wie echte Männer. Okay, er hat ihm die Waffe weggenommen. Wuhu. Das war voll gefährlich. So, was hast du noch zu bieten? Nicht mehr so viel. Oh, da kommen noch wieder welche. Oh Gott, da kommt wieder einer mit Waffe, oder? Nee, der hat zum Glück keine Waffe gehabt. Bist du gar nicht so gruselig. Lass uns nicht kämpfen. Du hast mich überzeugt. Kämpfen wir. So ein bisschen sinnlos Schaden genommen. Sinnlos viel Schaden. Hat er eine Waffe da hinten? Nö. Deswegen holen wir ihn trotzdem direkt her. Ein rundum schöner Tag heute. Findest du nicht? So, euch beide spinnen wir ein bisschen ein. In der Zeit kann ich dann meine Lebensenergie wieder ein bisschen auffrischen. So, ihr befreit euch wieder. Das hättet ihr besser nicht getan. Das gilt auch für dich. Du hättest dich besser nicht befreit. Na, nochmal ein Signature-Move. Nö, den machen wir so fertig. Bam. Auf den Boden mit dir. Geschafft. Ah, okay. Das sind nur eine bestimmte Anzahl von Bällen. Wir lassen einem nicht viele Atempausen, was? Okay. Gibst du deine Waffe her? Und du auch noch gleich hinterher? Ganz schön schmächtig. Na, nimm doch dem deine Waffe weg. Du sagst ihm, ah, okay. Wie wär's mit einer Dance Battle? Ich könnte etwas Action verlangen. Ich würde es immer noch lustig finden, wenn man hier Dance Battles machen könnte. Aber. Oh, hat er sich gerade die Waffe zurückgeholt? Nee, hat sich irgendeine andere Waffe geholt. Ich hab nur einen Baseballschläger geholt gehabt. Baseballschläger ist ja nicht so dramatisch. Damit macht das nicht so viel Schaden. Wuhu! Tada! Das war der Hammer! Sehr geil! Kampfherausforderung geschafft! 1 von 12. Weiter zur nächsten Herausforderung. Sollen wir die jetzt alle machen? Ne, sorry, aber. So spannend sind die Kampfherausforderungen nicht, die machen wir nicht alle. Also, es steht man ja wirklich einfach nur in diesem Raum hier und kämpft die ganze Zeit rum. Da sieht man ja auch wirklich nichts anderes. Wenn ich jetzt gesagt hätte, da kämpft man immer in verschiedenen Arenen oder so, dann wäre das vielleicht doch was Cooles gewesen. Es wird sicher erniedrigend, wenn ich hier versage. Aber so muss das nicht sein. Aber wir haben ein neues Ding freigeschaltet, glaube ich noch. Ein neues Poster, das können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Das müsste ja eigentlich ganz unten jetzt sein, oder? Ne, ist nicht ganz unten. Okay, eins von denen sollte neu sein. Ich glaube, das könnte neu sein, oder? Oh ne, das war vorher auch schon da. Egal. So, jetzt ist nur noch die Frage, was der Anzug ist, den wir bekommen haben. Ja, den wollen wir auf jeden Fall verlassen, den Comicbuchladen. Deswegen fahren wir jetzt nochmal... Machen wir nochmal einen kleinen Ausflug nach Hause. Das passt ja auch ganz gut, wenn wir zum Schluss von diesem Let's Play nochmal nach Hause fahren.
ist das doch eigentlich eine ganz gute Sache. Ein Display, was mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also, so hier mit Spider-Man. Spider-Man ist auf jeden Fall ein sehr cooler Held, mit dem man auch echt viele coole Abenteuer erleben kann. Wie gesagt, ich freue mich echt extrem auf das neue Spider-Man-Spiel, was rauskommen wird. Ich kam jetzt nicht dazu, euch zu sagen, wie ich den Spider-Man Homecoming-Film gesehen habe. Fand. Es tut mir leid, eigentlich wollte ich euch ja noch meine Meinung zum Spider-Man Homecoming-Film sagen. Aber das Problem ist, ich habe das Spiel jetzt hier an dem Wochenende aufgenommen. Also das komplette Let's Play an dem Wochenende aufgenommen. Eine tolle Art, auf den Allerwertesten zu fallen. Auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich das an einem Wochenende nur aufgenommen habe, also das habe ich alles aufgenommen, bevor der Film rausgekommen ist, Spider-Man Homecoming. Von daher konnte ich ihn jetzt noch zu dem Zeitpunkt gar nicht gesehen haben. Aber gut, dann sage ich euch vielleicht in irgendeinem anderen Video, wie ich ihn fand. Oder dann, wenn das nächste Spider-Man-Spiel rauskommt, werde ich es euch da sagen. Schauen wir mal. Wird uns schon was einfallen. Midtown East. Jede Menge Verkehr. So, da werden wir gleich mal die Biege machen. Verbrechen. Weil das da unten ist mir zu gefährlich. Das haben wir schon. Den Fehler haben wir schon mal begangen, dass wir da durchgelaufen sind. Und es ist uns nicht gut bekommen, das sei festzuhalten. Ja, das ist auch cool, wenn man durch diese kleinen, schmalen Häuserschluchten hier durchrennen kann. Aber interessant, wir haben zumindest noch die Kampfherausforderung gefunden. Nicht, dass ich sie machen möchte, aber wir wissen jetzt zumindest auch, wo sie sind. Na, wollte gerade sagen, baut ihr gar nichts mehr auf, um mich irgendwie loszuwerden. Ihr lasst nach, meine Freunde, ihr lasst nach. Das war relativ knapp. Da vorne fährt auch gleich schon die Metro. Da kommt gleich die Metro raus. Wo ist die Metro? Da ist die Metro. Ab nach Hause mit uns. Ja. Ab nach Hause. Home sweet home. Ach, das finde ich ein schönes Ende für das Let's Play eigentlich. Das passt gut. Und ich meine auch, wir haben wirklich sehr viel gesehen in dem Spiel. Warte mal kurz. Wir schauen nochmal kurz nach. 14 von 14 Hauptmissionen haben wir gemacht. Wir haben alle Verstecke gefunden. Wir haben alle Fotountersuchungen abgeschlossen. Wie gesagt, die Jameson-Fotos, die sind, glaube ich, irgendwelche Fotos, die man hätte in den Missionen machen müssen oder so. Kampfherausforderung haben wir zumindest auch eine gemacht gehabt, um die mal zu zeigen. Also spannend waren die jetzt nicht gut. 72% haben wir von dem Spiel abgeschlossen. Finde ich eigentlich auch ganz okay. Oh, da sind sogar mehrere Anzüge, die wir noch nicht gesehen haben. Kann das sein? Genau, die haben wir. Den Hornet-Anzug. Geil. Wann haben wir denn die freigeschaltet? Ricochet ist natürlich auch cool hier. Oh, Spider-Carnage. Auch nicht schlecht. Okay, das waren dann aber alle. Also ich muss diesen Hornet-Anzug, den muss ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Oh mein Gott. Sensationelle Sensational Spider-Man sind wir hier auch noch mit. Da kommt dieser Hornet-Anzug her, okay. Und wo kommt Spider-Carnage? Aha, von 1996 ist der. Aber den muss ich nochmal anziehen, der ist geil. Okay, sonst konnten wir ja, glaube ich, aber nichts machen. Unten, glaube ich, konnten wir noch mit Tante May reden, aber die hat, glaube ich, auch immer wenig zu vertellen gehabt, oder? Peter, ich will dir nur sagen, dass ich unglaublich stolz auf dich bin. Du bist genau der Mann, den ich dich erziehen wollte. Das freut mich zu hören, das freut mich zu hören. Na, dann gehen wir mal auf dem normalen Weg aus unserem Zuhause raus. Dann beenden wir das Let's Play doch nicht hier. Dann schwingen wir uns nochmal kurz als Hornet hier durch die Stadt. Weil das will ich auf jeden Fall sehen. Wie wir als Hornet hier durch die Stadt gleiten. Oh mein Gott. Schön, dass es auch so hier, sagen wir, etwas extravaganten Kostüme in dem Spiel gibt. Schön zu sehen, dass sowas auch eingebaut wurde. Ja, 96%. Wir sind wieder direkt zurück in New York. Oh mein Gott. Aber schweben oder so kann er nicht. Also irgendwie einen Antrieb oder sowas hat er da hinten nicht drin. Ne? Schade, das wäre natürlich cool, wenn wir da irgendwie noch gleiten könnten oder so. Wandlauf. Aber sieht zumindest cool aus, wenn wir damit hier entlang gleiten über die Stadt. Die Bedrohungsstufe ist immer noch 3. Mit Hornet, oh mein Gott. Aber cool schaut auf jeden Fall aus. Wann haben wir denn den freigeschaltet? Gar nicht gesehen gehabt. Aber wahrscheinlich haben wir den freigeschaltet, als wir alle Bilder... Ups. Als wir alle, alle Fotos gemacht haben oder so, da haben wir wahrscheinlich nochmal einen Anzug jeweils dafür bekommen gehabt, könnte ich mir vorstellen. Und irgendeiner davon habe ich wahrscheinlich genau drauf geachtet gehabt und einer von den Anzügen war wahrscheinlich dann auch der hier. Naja, war auf jeden Fall ein sehr witziger Anzug. Kann man sich hier nochmal schön rumschwingen. Was habe ich denn da gezielt?
Na gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal. Wir haben uns genügend geschwungen. Sehen uns im nächsten Let's Play. Ich danke euch für alle eure Kommentare. Danke für die Daumen nach oben. Danke, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. War ein sehr spaßiges Spiel, fand ich. War jetzt auch nicht so übertrieben lang. Also ich glaube, wenn es jetzt noch viel länger gewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen langweilig geworden. Aber so hat es eigentlich schon ganz gut Laune gemacht. Die Steuerung hat meistens funktioniert. Manchmal bin ich ein bisschen unglücklich irgendwo runtergekracht, wo ich nicht hätte runterkrachen wollen. Aber so größtenteils hat es dann doch so eigentlich ganz gut funktioniert. Und auch so, die Missionen waren ganz cool. 14 Hauptmissionen ist jetzt nicht so viel, aber ja, es hat schon gepasst, wie gesagt. Für einen Vollpreistitel für 60, 70 Euro ist es vielleicht ein bisschen viel. Ein bisschen wenig gewesen, aber wie gesagt, das Spiel kostet ja mittlerweile höchstens noch, keine Ahnung, gebraucht kriegt man das bestimmt schon für 25 Euro oder so. Und die würde ich sagen, ist es auf jeden Fall wert. Da kann man schon ein bisschen Spaß haben und so viele Alternativen zu Spider-Man-Spielen gibt es momentan ja sowieso nicht. Von daher kann man das, glaube ich, schon machen. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine wunderbare Zeit und möge dieser Hornet Spider-Man hier mit euch sein. Servus! Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.